Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Mario Götze spielt ja nicht erst seit gestern in der Fußball-Bundesliga, spielt nicht erst seit gestern in der deutschen Nationalmannschaft. Provokant gefragt, muss man das nicht auch aushalten, dass man so im Fokus steht in der Fußball-Bundesliga, generell heutzutage im Fußball? Natürlich muss man es aushalten, wenn man auf ganz hohem Niveau spielen will und ganz nach oben raus. Aber wir haben auch andere Fälle im Fußball, was ganz andere Sachen passieren. Und wenn sie passieren, dann stellt sich wieder jeder hin und sagt, ah, man muss den Spieler helfen, man muss ihn unterstützen, man muss ihn mental aufbauen, man muss ihn schützen. Aber immer wenn was passiert. Mhm. Ja, und das ist das Problem. Er ist vielleicht mental nicht so stark und er braucht diese Unterstützung auch vom Verein oder von dem Trainer. Natürlich hat er sich selber hat es gewählt, so früh zu gehen. Vielleicht wäre für ihn besser gewesen, noch 1-2 Jahre in Dortmund und da weiter zu reifen, zu einem gestandenen Spieler zu reifen. Nicht nur von dem Talent zu leben, was er hat. Und das sind die Probleme, die wir haben. Die werden ins kalte Wasser geschmissen, zeigen das dann auch und können das auch. Und dann kommt der nächste Schritt. Und dann muss man halt abwiegen. Macht man den? Natürlich macht man den freiwillig. Aber man macht den ja mit dem Berater zusammen, mit den Eltern zusammen. Und dann geht man diesen Weg. Aber man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt, wie man dann dort empfangen wird. Letztendlich buhlen ja mehrere Vereine und dann entscheidet man sich für einen. Mhm. Und vielleicht ist es richtig, es war der richtige Weg, weil es dann weitergeht. Man wird dort genauso aufgefangen und behütet und aufgebaut, weil es trotzdem zu dem Zeitpunkt immer noch ein junger Spieler war. Oder es passiert das, was in München ist. Es geht nicht darum, dass er versagt hat oder da nicht zurechtgekommen ist. Er hat halt von den Medien, von den ganzen drumherum, nicht die Leistung gebracht, die erwartet worden ist von ihm.